Herzlich willkommen zum Zimmerduell, heute mit Joe und mit Katha. Dann kommen wir gleich auch zur ersten Frage. Wer ist der ordentlichere von euch beiden? Ah, da seid ihr euch einig. Geht schon mal gut los. Mhm, leider. Krieg öfter mal auf den Deckel. Ja, Joe ist eine richtige Chaosnägel. Nein. Wer ist der pünktlichere von euch beiden? Sehr gut, nicht übereinstimmend. Definitiv. Dann dritte Frage. Wer von euch beiden ist der Morgenmuffel? Hast du schon gezeigt? Nein. Das war eigentlich kein Witz von mir. Nächste Übereinstimmung, ja, sehr gut. Ja, definitiv. Jetzt tu nicht so. Doch. Es war nur dir zuliebe. Jetzt eine sehr gefährliche Frage. Ui. Wer von euch beiden sieht besser aus? Was für eine Frage. Nein. Nein, doch. Definitiv nicht. Doch. Ja, jeder, man kann nicht immer übereinstimmen. Ne? Natürliche, genau. Schönheit. Ja, das ist eben. Schönheit. Im Auge des Betrachters. Wer ist vor dem Spiel aufgeregter? Uff. Hallo, du könntest auch mal so zeigen. Ja, will sie aber nicht. Ich bin nicht damit aufgeregt. Damit haben wir keine Übereinstimmung. Das weißt du noch gar nicht. Also, das war spontan. Ja, spontan gelogen. Nein. Vielleicht gibt es ja beim nächsten Mal wieder eine Übereinstimmung. Nein, sie ist nicht aufgeregt. Ja, jetzt auf einmal. Wer braucht länger vorm Spiegel? Ich sehe, dass dein Ding schon oben ist. Ja, also da brauchen wir jetzt nicht lange rumreden. Ja, ist auch eine Übereinstimmung. Ich habe mehr Haare zum Glätten. So von wegen natürliche Schönheit und so. Dann nächste Frage geht in eine ähnliche Richtung. Wer von euch beiden hat den besseren Style? Okay, so. Ich bin fair. Okay. Ja, ausnahmsweise muss man auch nicht schlecht. Lassen. Ja. Normalerweise ist das beide. Nicht erlaubt. Hallo, du beide darfst dich nicht umdrehen. Sorry. Wer von euch beiden ist der bessere Autofahrer? Ui. Ja. Also da brauchen wir nicht lange rumreden. Nein. Da brauchen wir nicht lange rumreden. Einparken gehört zu seiner Spezialität. Das ist auch das Einzige. Ja, das zählt zum Autofahren dazu. Nein. Doch. Also ja, aber generell Hauptsache, ich. Kommen beide immer rechtzeitig zum Training. Also wir hatten eine Übereinstimmung, sein. Oder? Nein, leider nicht. Also wirklich jetzt. Wer ist der Romantiker von euch beiden? Oh, auch keine Übereinstimmung. Was hast du? Jeder denkt erst. Ja, also wir sind beide. Nein, ich sag immer, schau mal den Sonnenuntergang an oder so, oder die Sterne. Ja. Ja. Gut. Wer von euch beiden? Mich? Du hattest keinen Gegenargument. Dann machen wir so. Ich hatte noch keine Frage gestellt. Ja, es ging noch um die andere. Sie hatte noch nicht abgeschlossen damit. Okay. Dann mache ich jetzt mal die nächste, ganz vorsichtig. Wer von euch beiden trinkt mehr Kaffee? Oh. Das ist eindeutig, da haben wir doch mal wieder eine Übereinstimmung. Typisch. Dann, wer von euch beiden ist der Klassenclown? Ja, das ist auch eindeutig. Ja, definitiv. Können wir hier auch ganz gut erleben. Dann, wer von euch beiden ist lieber auf Partytour? Oh, uff. Was hast du? Ja, also ich nicht. Auf jeden Fall keine Übereinstimmung. Oh ja. Also, das ist das Alter. Okay, können wir halb durchgehen lassen. Ja. Bei dir sind es dann die Ü30-Partys. Hey, also jetzt. Wer von euch beiden ist ungeduldiger? Leider keine Übereinstimmung. Oh, krass. Ich hätte gedacht, du zeigst auch mich. Nee. Wer isst mehr Süßigkeiten? Ja, also. Ich möchte mich jetzt nicht äußern. Heb dein Schild jetzt nach oben. Das ist eine Übereinstimmung. Das ist ganz glasklar. Dann habe ich schon. Du bist also die Naschkatze. Ja. Ja, definitiv. Das bist du. Wer verbringt mehr Zeit am Handy? Oh. Das kam schnell. Ja, weil ich immer genervt bin.
kommt, ist auch eine Übereinstimmung. Mhm. Ja, das dachte ich mir. Ja, ist auch klar. Dann wer von euch beiden lässt sich öfter behandeln? Ja. Gut, die Frage muss geschnitten werden, weil kennst du überhaupt das Wort Behandlung oder? Nein, gut, bin noch also, jung. Dann muss ich wohl leider umbringen. Aber es geht ja darum, Übereinstimmung zu haben und haben wir eine. Ja, liegt am Alter. Hey, jetzt lehnst du dich aber ziemlich weit aus dem Fenster. Ich habe die Zimmerkarte. Denk dran. Wer hört mehr Musik? Übereinstimmung, sehr gut. Ich höre immer nur mit. Es laufen auch nur meine Playlists. Ist ja manchmal auch von Vorteil. Ja. Wer ist der größere Tollpatsch? Streck das Ding nach oben, aber schnell. Ich sag's dir. Ja, Übereinstimmung, sehr gut. Das war die beste Frage, die du stellen konntest. Wer drückt mehr auf der Handelbank? Nee. Ah, leider keine Übereinstimmung. Stellst du, das stimmt nicht. Na. Ich muss immer die Gewichte draufpacken. Ja, Moment mal, du machst auch Backsquats, ich mach Frontsquats. Na und? Ist mehr. Mehr ist mehr. Oma, wer bleibt länger wach? Uff. Ja, da hat das Alter scheinbar bei einer Vorteile. Stimmt's überein? Nein? Was machst du denn? Was hast du hochgehalten? Nee, das stimmt nicht. Doch. Also definitiv nicht. Wer ist die größere Drama-Queen? Ja, also. Na, wenn du redest, jetzt weiß ich ja schon, was du hochgehalten hast. Drama-Queen. Du weißt nicht, was ich hochgehalten habe. Na doch, wenn du sagst, na also. Nee. Vielleicht, aber es ist schwer zu sagen. Ja, ist eine Übereinstimmung. Hm. Wer ist auf dem Platz der aggressivere von euch beiden? Obwohl, heute nach dem Training zu urteilen. Ja, da hätten wir eine Übereinstimmung gehabt, aber dann hat das Training doch noch eine andere Sprache gesprochen. Was? Na, heute? Nein, war eine Übereinstimmung. Wer von euch beiden spielt die präziseren Pässe? Klare Sache. Ganz klar, keine Übereinstimmung? Wundert mich nicht. Wer ist der größere Schauspieler, Neymar, von euch beiden? Also ich kenne das Wort Schwalbe nicht mal, von daher. Ja, deine Partnerin scheinbar auch nicht. Heieiei. Ich lag noch nie am Boden. Doch. Wer von euch beiden hat den härteren Schuss? Ja, da haben wir doch mal noch eine Übereinstimmung. Vorhin ja fair bleiben. Und die letzte Frage, wer gibt dem Training mehr Vollgas? Und zum Abschluss auch noch eine Übereinstimmung. Dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Teilnehmen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Klar, war mega lustig. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Dankeschön. Dankeschön.